Was mir im Moment zuerst einfällt, wenn ich an die EU denke, ist vielleicht ein bisschen Ärger natürlich. Es ist im Moment eine starke Krise in Europa oder in der Europäischen Union. Aber gleichzeitig auch, ich finde es eigentlich faszinierend. Ja? Man hat, wie gesagt, eine sehr schwierige Zeit, aber auch wenn es sowas wie den Kongress gegeben hat, das hat man nie so Situationen in Europa gegeben, wo man in ganz Europa über ein Land oder gemeinsam mit dem Land über eine Situation diskutiert hat. Natürlich, was noch schön wäre, größere europäische Öffentlichkeit, also das heißt die Medien noch verstärkt, dass die natürlich europäisch berichten, wobei wir das, finde ich, im Moment lustigerweise eh durch die Krise ganz stark haben, eigentlich auch europäische Öffentlichkeit. Also vor kurzem eine Freundin erzählt, dass sie zum Beispiel mit ihrer Friseurin über die Griechenland-Krise diskutiert hat. Ja, das hat eine ganz große europäische Dimension eigentlich. Ja. Und ich glaube, dass egal, wo man jetzt in Europa unterwegs ist, wird man genau über das gleiche Thema diskutieren. Also die europäische Öffentlichkeit entwickelt sich langsam eh, auch anhand von Krisen, so absurd das klingt.